Hallo Leute, wir haben in der Karlin-Residenz in Prag übernachtet. Dabei handelt es sich um ein Apartment. Ein Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Das Apartment war groß und einladend. Es verfügte über alles, was man so braucht, wie zum Beispiel eine Waschmaschine, ein Bügelbrett, ein Safe und einen Ordner mit Infos und sogar extra Bettwäsche. Im Apartment hatten wir ein schönes Wohnzimmer mit einigen Lektüren und einem Fernseher. Außerdem hatten wir eine Klimaanlage, was im Sommer auf jeden Fall von Vorteil ist. Es gab eine schöne Küche mit kleinem Essbereich. Die Küche war sehr gut ausgestattet. Was es alles gab, seht ihr jetzt. Neben der Küche gab es ein kleines WC und das sogar mit kleiner Dusche für den Toilettengang, was wir auf jeden Fall nicht schlecht fanden. Zwischen Wohnzimmer und Küche gab es einen kleinen Gang nach hinten. Dieser führte dann ins hell eingerichtete Badezimmer. Dieses verfügte über ein WC mit kleiner Dusche, eine Badewanne, eine Kommode und ein großes Waschbecken, sogar mit Pflegeprodukten. Gegenüber vom Badezimmer befand sich das Schlafzimmer, das gemütlich eingerichtet war. Alles in allem war es eine gute Unterkunft in guter Lage.